Zwergenfürst niest. Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. 1934. Liebe Boot, sofort überbringen, ohne Halt unterwegs. Sofort dringend Express. Mein lieber Christopher, vielen Dank, ich bin tatsächlich wach und das schon eine ganze Weile. Aber mein Postamt öffnet eigentlich erst am Michaelistag. Regelmäßig werde ich meinen Boten dieses Jahr nicht vor dem 15. Oktober losschicken können. Hier gibt es einiges zu tun. Dein Telegramm. Deshalb habe ich meine Antwort auch express geschickt. Und dein Brief und Priscillas Brief sind rein zufällig gefunden worden. Nicht von einem der Boten, sondern von Glöckner. Warum er so heißt, weiß ich nicht. Glocken läutet er jedenfalls nicht. Er ist für meinen Schornstein zuständig und macht sich an die Arbeit, sobald das erste Feuer angezündet wird. Dir und Pushina alles Liebe. Der Polarbär, wenn ihr euch an ihn noch erinnert, schläft immer noch tief und fest. Und er ist ganz dünn geworden. So lange hat er gefastet, damit Wut bald abgeholfen werden. Ich werde ihm an den Rippen kitzeln und wecken. Und er wird ein Frühstück für mehrere Monate auf einmal essen. Alles Liebe, euer Weihnachtsmann. Krippenhaus, Nordpol, Heiligabend, 1934. Mein lieber Christopher, ganz herzlichen Dank für deine vielen Briefe. Dieses Jahr hatte ich nicht die Zeit für einen so langen Brief wie von 1932 und 1933. Aber es ist auch nichts Aufregendes geschehen. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen, die ich dir bringe, und sie entsprechen deinen Wünschen. Es gibt nicht viel Neues. Nach der schrecklichen Sache voriges Jahr war diesmal im Umkreis von 200 Meilen kein Kobalt auch nur zu riechen. Aber wie ich gesagt habe, wir hatten bis weit in den Sommer hinein damals zu tun, all die angerichteten Schäden zu reparieren. Das hat uns viel Schlaf und Erholung gekostet. Als der November kam, war uns gar nicht mehr nach Arbeit zumute. Und wir haben ziemlich getrödelt. Und zum Schluss mussten wir uns dann sputen. Bisher war es auch ungewöhnlich warm für den Nordpol. Und Polarbär muss immer zugehen. Schon eine ganze Weile sind Paksu und Valkutuka wieder hier. Sie sind ein ganzes Stück größer geworden und bisweilen versuchen sie mir zu helfen. Aber zwischendurch stellen sie immer noch schrecklichen Unfug an. In diesem Jahr haben sie meine Farben gestohlen und bunte Kritzeleien auf die weißen Kellerwände geschmiert. Aus den fertigen Weihnachtspasteten haben sie die ganze Füllung herausgegessen. Und erst gestern haben sie doch tatsächlich die Hälfte der Päckchen aufgemacht, auf der Suche nach Eisenbahnsachen zum Spielen. Irgendwie vertragen sie sich gar nicht mit den kleinen Höhlenbärchen. Von denen sind heute mehrere angekommen, um für ein paar Tage den alten Höhlenbären zu besuchen, der ihr Onkel, Großonkel, Großvater, Urgroßonkel und so weiter ist. Paksu versetzt ihnen immer Tritte, weil sie dann so komisch quieken und grunzen. Polarbär muss ihm öfters mal eine langen. Und wenn Polarbär zulangt, ist das kein Spaß. Da weit und breit keine Kobolde zu sehen sind und auch kein Wind geht und wir so viel weniger Schnee haben als sonst, wollen wir hier am zweiten Weihnachtstag ein großes Fest geben.
im Freien. Ich werde 100 Elbchen und rote Wichtel einladen, viele kleine Polar- und Hündenbären und auch Schneekinder. Und natürlich werden auch Bugs und Valkotuka und Polarbär und Höhlenbär mit seinen Neffen und so weiter dabei sein. Den ganzen weiten Weg aus Norwegen haben wir einen Christbaum herbeigeschafft und ihn in einen Teich aus Eis eingepflanzt. Mein Bild gibt euch keine rechte Vorstellung davon, wie groß er ist und wie wunderschön seine verschiedenfarbigen Zauberlichter leuchten. Wir haben sie gestern Abend einmal ausprobiert, um zu sehen, ob sie auch richtig brennen. Wenn ihr im Norden einen hellen Schein am Himmel seht, wisst ihr, was das ist. Hinter dem Baum steht ihr, hinter dem Baum seht ihr Eisblumensträucher und aus Schnee gebaute Baumkulissen zur Zierde. Sie sind purpurn und schwarz gemalt, weil es dort hinten schattig und dunkel ist. Die bunten Zacken davor sind eine besondere Einfassung für den Eisteich. Sie bestehen aus echtem farbigen Zuckerwerk. Paxu und Valkotuka knabbern bereits daran herum, obwohl das noch nicht erlaubt ist vor dem Fest. Polarbär wollte mir helfen, dieses Bild zu malen, weil ich zu tun hatte. Aber er hat dauernd Kleckse gemacht. Riesige Kleckse. Ich musste ihm einfach helfen. Dieses Jahr läuft es also nicht besonders gut. Mach nix. Nächstes Jahr wird es vielleicht besser. Ich hoffe, dir gefallen deine Geschenke und du bist sehr glücklich. Alles Liebe, dein Weihnachtsmann. PS, ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Jahr ich geboren wurde. Wahrscheinlich weiß das niemand. Ich überlege es mir jedes Mal anders, aber das war vor 1934 Jahren. In etwa jedenfalls. Meinen Segen, WM. PPS, ganz herzliche Grüße an Mick und John. Polarbär, alles Liebe, viel los, danke. Na dann würde ich mal sagen, war es das hier mit zwei kleinen, also mit einem kleinen und einem größeren Brief aus diesem Buch. Da mich nach Hause sollte es euch gefallen haben. Man sieht sich morgen in einem weiteren Adventskalender-Türchen auf diesem Kanal wieder. Habt bis dahin einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao, ciao.